Kasslerbraten saftig und zart zubereiten. Wie das geht, das erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem gehe ich zwei immer wieder auftauchenden und mir häufig gestellten Fragen nach. Frage 1: Darf man gepökeltes Fleisch überhaupt braten? Und Frage 2: Wie wird mein Braten zart und saftig? Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Folgende Zutaten werden für einen leckeren, saftigen, zarten Kasslerbraten benötigt: 1 Kilogramm rohen Kasslernacken, 4 Zwiebeln, 100 ml Rotwein, ca. 400 ml Wasser und 100 Gramm Butter. Zunächst wird die Butter in einem Bräter zerlassen. Nicht zu heiß werden lassen, sie soll erstens nicht verbrennen und zweitens soll die Temperatur auch nicht über 130 Grad sein. Apropos Hitze. Da sind wir schon bei der ersten Frage angekommen: Darf gepökeltes Fleisch gebraten werden? Die Antwort ist ganz einfach: Ja, es darf gebraten werden, aber es sollte auf gar keinen Fall über 130 Grad erhitzt werden. Also auf dem Grill ist das zum Beispiel nix. Der wird nämlich deutlich heißer. Jetzt wird das Fleisch von allen Seiten sanft angebraten. Nicht kross, denn das würde bedeuten, dass die Hitze deutlich erhöht werden müsste. Warum wird das Fleisch überhaupt angebraten vorher? Da kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Wie wird mein Braten zart und saftig? Viele sind ja der Meinung, Fleisch muss angebraten werden, damit die Poren sich schließen. Das ist ein Gedanke, von dem könnt ihr euch ganz schnell verabschieden. Haut hat Poren, aber nicht das Fleisch. Im Gegensatz zu in Stücke geschnittenem Fleisch, wie zum Beispiel für Gulasch, wird das Fleisch am Stück, also ein ganzer Braten, von allen Seiten deswegen angebraten, damit die Kollagenfasern sich zusammenziehen und dadurch das Ausbluten des Fleisches beim Braten, Backen und Schmoren verhindern können. Je sanfter der Kasslerbraten jetzt gegart wird, desto saftiger bleibt er. Wenn das Fleisch also rundherum angebraten ist, dann wird es kurz beiseite gelegt und die Zwiebeln werden in den Bräter gegeben und mit angebraten. Und hier sind wir dann auch wieder bei dem Thema Röstaromen. Ein scharf angebratenes Fleisch hat natürlich mehr Röstaromen, aber da das Kassler nicht angebraten werden soll, bekommen wir die Röstaromen jetzt durch die Zwiebeln. Am Boden des Bräters darf also gerne ein wenig Bratenansatz sein, der mit Flüssigkeit, in diesem Fall dem Rotwein, wieder gelöst wird. Jetzt wird der Braten wieder zurückgesetzt in den Bräter und mit dem Wasser aufgefüllt. Die Flüssigkeit sollte gut ein Viertel des Bratens bedecken. Dann kommt der Deckel drauf und das Ganze kommt in den Ofen. Hier wird der Kasslerbraten jetzt bei 120 Grad eine Stunde lang geschmort. Der Garpunkt des Kasslerbratens liegt bei 54 bis 68 Grad. Bei 54 Grad ist er noch leicht rosig, aber immerhin schon fertig gegart. Und bei 68 Grad ist er gut durchgegart. Um die Kerntemperatur feststellen zu können, empfehle ich ein Fleischthermometer. Mein Braten hatte nach einer Stunde exakt 68 Grad Kerntemperatur. Den Bratensaft würde ich natürlich nicht wegschütten, sondern daraus kann dann beispielsweise ein leckeres Sößchen gemacht werden. Und so sieht dann der fertige Braten aus. Hier noch ein Anrichtebeispiel: Kasslerbraten mit Kartoffeln, Sauerkraut und Soße. Wie ihr mein oberleckeres Specksauerkraut nachmachen könnt, das seht ihr in diesem Video hier oben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.